Willkommen zu Let's Do It. Heute geht es um eine Sandstrahlkabine. Und zwar jetzt nicht so eine große, wo man eben selbst drinnen stehen kann, sondern lediglich die Arme durchstecken kann und dann eben da drinnen arbeiten kann, ohne dass die ganze Werkstatt voll mit Sand auch ist. Das werden wir heute bauen. Ich hoffe, das ein oder andere bekomme ich auch so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das werden wir dann gleich sehen. Aber ich habe noch eine kleine Anmerkung zu den Stickern. Und zwar, viele Leute fragen mich, wie das mit den Stickern ist, wenn wir die tauschen möchten. Dazu sage ich einfach, schickt sie einfach zu. Und ich mache einen Briefumschlag fertig mit Briefmarke und allem drum und dran. Und schicke euch dann meinen Sticker zu. Für die Leute, die einfach nur einen Sticker haben wollen, dazu packe ich euch unten einfach nochmal den Link rein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ich zeige euch mal kurz einen kleinen Tipp, wie man das auch machen kann, ohne diesen Winkel jetzt zu bestimmen, falls irgendjemand kein Winkelmesser hat oder irgendwie sowas. Ja. Gibt es die Möglichkeit natürlich auch, wenn ihr jetzt schon die Größe der Platte habt, seht ihr einfach oder beziehungsweise messt ihr einfach von dem Punkt zu dem Punkt, zeichnet euch das an. Ich habe das jetzt mal schon mal gemacht. Und dann von oben nach unten das, was ihr ausschneiden wollt sozusagen, ja, also nicht von unten, weil das könnte ein bisschen ungenau sein, falls die Platte vielleicht ein bisschen länger ist oder kürzer ist, wie auch immer. Ich hatte aber auch das Maß von unten, das ist einfach dann nochmal zur Kontrolle. Und ich habe jetzt einfach das Maß von hier oben genommen nach hier unten, also zu dem Punkt sozusagen, von hier oben zu dem Punkt. Und wenn ihr das jetzt sozusagen dann miteinander verbindet, was ich jetzt gleich mache, dann habt ihr sozusagen den Abschnitt. Dann braucht ihr da nicht mit einem Winkel rangehen. Wie gesagt, für die Leute, die eben keinen Winkel haben. Ich habe auch kein Winkelmesser sozusagen. Habe ich auch nicht wirklich, nur so einen ganz kleinen. Und deswegen mache ich das eben auch, außerdem ist es so einfacher. Jetzt kann man ja hier nochmal kontrollieren. Also das hier sollen 36 sein, von hier oben bis nach unten. Und das sind 36. Perfekt. Genau. Ja. Jetzt verbinden wir das hier noch schnell und dann können wir es auch einfach schon absägen. So, ich habe das jetzt hier leider vergessen aufzunehmen. Ich werde es euch gleich beim zweiten Stück zeigen. Vielleicht wäre es auch ganz gut so, war einfach nur ein Test. Aber hat auf Anhieb funktioniert, auch wenn es ein bisschen provisorisch gewesen ist. Aber ich hatte einfach keine Möglichkeit, diesen Winkel ganz genau zu schneiden. Egal, ob es auf der Kreissäge gewesen ist, die Kappsäge war zu klein, also Stichsäge ist zu ungenau. Und ja, jetzt habe ich das einfach mit einem Bündigfräser gemacht und der Oberfräse und meinem provisorisch kurz festgebauten Frästisch. Ich wollte hier nichts reinschrauben zum Festmachen. Ich habe das mit doppelseitigem Klebeband festgemacht, das hat funktioniert. Ich habe das hier, das ist das zweite Stück, das machen wir jetzt gleich. Das habe ich schon mit der Kreissäge einmal kurz vorgeschnitten, damit man einfach nicht so viel wegnehmen muss mit dem Bündigfräser. Jetzt bereiten wir das hier einfach auch vor. Machen hier einfach auch doppelseitiges Klebeband. Und vielleicht kann man sogar das hier nochmal verwenden. Wir machen das einfach mal, gucken, ob das noch klebt. Ah, nein. Man kann es nicht richtig andrücken, aber mein Klebeband ist auch gleich leer. Drücken das auf alle Fälle gut an, gerade auf dem Holz hier. Dann wie immer dieses Abgepopel hier. So, jetzt kleben wir einfach das Führungsbrett genau an der Linie auf. So, wie ihr seht, ich habe jetzt alles vorbereitet und jetzt hier ist der Bündigfräser drin auf dem Frästisch. Wie gesagt, alles ein bisschen provisorisch mit Zwingen festgemacht, aber es geht leider gerade nicht anders. Und das werden wir jetzt einfach mal abschneiden. Noch ein kleiner Tipp, macht das nicht zu sehr mit den Zwingen fest.
Vorhin habt ihr ja gesehen, habe ich es ganz gut abgekriegt und jetzt ist es, habe ich es so festgeklebt, dass ich es gar nicht mehr abkriege. Ich geb mir Mühe. Die fünf Teile sind jetzt erstmal fertig. Die sind jetzt, wie gesagt, fertig gebohrt und geschliffen. Die werden wir jetzt erstmal zusammenbauen. Ich habe mir hier, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe mir hier unten und auch hinten so ein kleines Brettchen reingemacht als Stopper. Das heißt, ich kann jetzt hier hinten drücken und das rutscht hinten nicht weg. Genau das gleiche, wie wenn ich denn jetzt hierher drücken müsste. Habe einfach das Brett, also ein kleines Brettchen reingemacht und somit kann ich ohne Probleme drücken und eben auch die Löcher richtig bohren. So, zum ersten Mal Voice-Over auf meinem Kanal. Ja, wie gesagt, ich hatte leider das Problem, dass die Platten nicht so ganz gerade waren. Also gerade geschnitten, aber die haben einfach mal ja, krumm gelegen oder so. Die haben sich ein bisschen verzogen. Dadurch war das meistens in der Mitte, musste man das nochmal ein bisschen drücken, damit das eben auch wirklich denn bündig ist. Und hat daher etwas länger gedauert. Ja, und hier bei der oberen Platte war es ganz besonders schief sozusagen. Die Platte hinten war doch sehr krumm und daher musste ich mir oben da die Zwinge ranmachen, damit ich es dann ein Stückchen noch nach hinten drücken kann. Ja, hat aber trotzdem ganz gut funktioniert und ja, ich bin sehr zufrieden. Kurz zu dem Innenausbau. Also ich habe geplant, hier so eine Schrägen ran zu machen, dass hier der Sand sozusagen immer so ein bisschen in die Mitte geführt wird. Da ich hier aber nichts leimen möchte, bin ich jetzt gerade beim Bauen auf eine neue Idee gekommen. Ich habe das mal kurz vorbereitet. Also diese Bretter kommen hier sowieso ran. Aber ich müsste die ja jetzt quasi hier unten und an der Seite beziehungsweise auch rechts und links festleimen. Und das will ich ja nicht. Wie gesagt, ich will hier drinnen nichts leimen. Und ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, wie ich das denn mache mit dem Gitterrost, was hier oben drauf kommt. Da wollte ich eigentlich hier so ein kleines Stückchen, so eine kleine Leiste ranmachen oder irgendwie sowas auf beiden Seiten. Da würde es dann drauf liegen. Jetzt ist mir aber was Besseres eingefallen. Und zwar werde ich hier einen Rahmen bauen, und zwar so hier, natürlich nicht so hoch, der Rahmen geht einmal ringsrum, da liegt dann später das Gitterrost drauf und die werde ich hier einfach dann dran festschrauben. Und dann kann ich das ganze Teil, also diesen Rahmen, den werde ich so 2-3 mm kleiner machen als die Kiste und kann ihn dann einfach hier reinpacken. Und jetzt ist mir aber eingefallen ist ein bisschen übertrieben. Jetzt werde ich aber auch noch das nicht nur hier ran machen, sondern auch so rum ran machen. Dass quasi hier in der Mitte dann wirklich so ein kleines Fach ist, wo wirklich der Sand dann alles sich sammelt. Also es soll ja natürlich schon bis hier oben hin, dass immer genug Sand da ist. Ja, das werden wir jetzt erstmal bauen.
Ich habe für dieses Probestück lange überlegt, wie ich das hier hinbekomme. Diesen Winkel ist ja kein Problem, den kann man ja ohne Probleme an einer Kreissäge schneiden. Aber diesen Winkel, ja. Ich habe mir da jetzt mal was zusammengebastelt, das zeige ich euch mal. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt einfach in der Bandsäge diesen Winkel hier schon mal geschnitten, beziehungsweise an der Kreissäge diesen Winkel geschnitten und habe den einfach auf einer Platte festgeschraubt und kann dann gleich die ganzen Teile hier einmal ja, da lang führen und habe dann quasi genau diesen Winkel. Und wie ihr seht, das hat ja auch super funktioniert und super gepasst. Ja, das werden wir jetzt einfach mal machen bei den vier Seiten und dann geht's weiter. Den Rahmen habe ich jetzt schnell fertig gemacht. Da gibt es ja irgendwie jetzt nichts Besonderes. Deswegen habe ich den jetzt schon fertig. Und wir machen oder fangen jetzt an, die Teile hier reinzusetzen. Ja, und hier gibt es noch zu sagen, da das Material 2 cm stark ist, habe ich es erstmal hingelegt und habe mir an der oberen Kante einen Bleistiftstrich gemacht und bin dann von der oberen Kante 1 cm runter und habe da dann die Löcher gebohrt. Ich habe die in dem Rahmen schon vorgebohrt, damit ich dann danach einfach nur nochmal durchbohren muss durch das andere Brett und ich dann genau die gleichen oder genau die Maße eben habe. So, das ging eigentlich. Ich habe die jetzt quasi mir einfach nur den Winkel hier rausgenommen, habe mir einfach so ein Musterstück genommen und habe das dann auf der Kapp- und Gehrungssäge gesägt und habe auf der Rückseite natürlich nicht genau gewusst, welchen Winkel. Ich habe es aber einfach mit dem Winkel versucht, mit dem ich den unteren Winkel auch gemacht habe. Jetzt passt der Winkel nicht hundertprozentig, aber wen juckt's? Das wird jetzt hier einfach nur so ungefähr hier reingeklebt. Also das werde ich jetzt reinkleben. Ich habe jetzt den Rahmen komplett fertig. Ich habe jetzt auch schon alles festgeschraubt. Ich habe den hier noch mal ein bisschen, oder ich habe beide noch mal ein bisschen nachgeschnitten. Jetzt passen die auch definitiv ein bisschen besser und sind auch fast bis auf den Boden. Der hier ist nicht ganz so schön geworden, aber wie gesagt, das ist nur innen drin. Da sieht man sowieso denn nichts mehr, weil hier ist der ganze Sand drin. Also, naja. Ich habe jetzt hier auch schon einen kleinen Ausschnitt gemacht. Da kommt dann dieses Rohr dazwischen. Wie gesagt, hier ist offen, hier werde ich noch so eine kleine Schräge einfach ansägen und dann hier so ein paar Löcher. Und darüber wird dann der Sand sozusagen angesaugt und zur Pistole nach vorne gefördert. Ich weiß jetzt nur noch nicht so ganz, wie ich das mit dem Anschluss hier mache, ob ich eventuell hier den Schlauch rauslege, durch das Gitter dann später, wenn das Gitter drauf liegt, durch das Gitter durch. Oder ob ich das nach draußen komplett rauslege und außerhalb des Kastens dann wieder, also wieder oberhalb des Gitters rein, damit man das nicht immer, wenn man mal das Gitter rausnehmen muss oder sowas, dass man, aber das weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen. Soweit ist das jetzt erstmal fertig. Dann machen wir einfach mal weiter. Ja, ich habe jetzt diesen Rahmen bzw. Trichter, was auch immer, wie auch immer, habe ich jetzt mal eingebaut und also es ist auch wirklich so, wie ich es eben haben wollte, dass eben wirklich auch Spiel zu allen Seiten ist. Ne? Und die Idee, die ich jetzt hier hatte mit diesem Rahmen komplett, wo wirklich dann dieses Gitterrost an allen Ecken oder beziehungsweise überall an den Seiten eben aufliegt komplett, ist definitiv besser als das, was ich vorher hatte. Da sollte es ja nur an den Seiten, das wäre bestimmt nicht so optimal gewesen. Aber so denke ich mal, sobald das Gitterrost da ist, werde ich das auch gleich mal testen. Das ist jetzt erstmal gewesen sein zum ersten Teil. Ich hoffe, ihr seid beim zweiten Teil auch wieder dabei. Da geht es dann um den kompletten Deckel mit dem Glas, also mit dem Sichtfenster, Glas und natürlich auch die Einlässe für die, oder diese Ausschnitte für die Handschuhe später und wie man die Handschuhe dann eben festmacht. Ja, also ich hoffe, ihr seid da definitiv auch wieder dabei.
Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein schönes Restwochenende und wir sehen uns einfach am nächsten Samstag. Bis dann, ciao!